Eiko, es geht weiter mit Let's Play Lugia. Beim letzten Mal waren wir so gut wie tot. Dank diesem Goldgolem da oben und ich habe mal nachgeforscht, er hat wirklich keine Schwächen. Er ist quasi immun gegen alle Elemente und ja. Ne? Oh Gott. Okay. Die Anhöhle lief echt super die ganze Zeit. Blitz? Haben wir Blitz nicht schon? Aber so langsam schieb ich übelst Panik. Das willst du doch nicht schaffen. Ah, wir haben Schock. Okay, wir haben jetzt quasi den mittleren Blitzzauber. Ich dachte irgendwie, Blitz wäre der erste, aber Schock ist der erste. Okay. Yay, neuer Blitzzauber. Kann ich gegen dich kämpfen? Ich glaube, ich habe jetzt für jeden Feind Angst. Einfach weil diese Goldgolems so übelst brutal sind. Meine Güte. Warum? Oh. Okay. Wir haben eine neue Waffe für Maxim gefunden. Das Feuerschwert. Und wir haben gerade eine Götterfrucht bekommen. Deswegen habe ich kurz gestockt. Aber es ist leider keine Wunderfrucht für Fumi. Und Fumi hat über 400 KP. Ja, ich glaube, es hieß Feuerschwert, oder, Maxim? Hitzeschwert heißt es. Hitzeschwert. Oh yeah. Und ich habe Panik, ja. Ich habe ja privat die Anhöhle mal auch gespielt gehabt vor diesem Run. Und ich erinnere mich, dass hier noch Feinde kamen, die Instant-Kill-Attacken konnten. Und auf die habe ich eigentlich auch keine Lust. Und auf die Gold-Golems habe ich keine Lust. Und bestimmt kommen noch irgendwelche anderen brutalen Killer-Monster. Und, hi, was bist du? Sphinx. Du warst, glaube ich, nicht allzu schlimm. Wenn ich mich richtig erinnere. Und Seeland könnte so ein paar Zornpunkte vertragen. So ganz ein bisschen paar, bitte. So ganz vorsichtig mal anstupsen. Oh yeah, Fumi. Wie viel halten die eigentlich aus? Die lebt ja immer noch da drüben. Okay. Gut, dann lebt halt alle noch. Mir auch recht. Zumindest tut ihr uns nicht weh. Wenn ihr uns nicht weh tut, dann muss ich auch keine KP auffüllen. Und dann braucht Maxim auch keine Magiepunkte. Und dann braucht Seeland auch keine Zaunpunkte. Also ist das auch okay. Entweder ihr schlagt mich gar nicht oder ihr schlagt Seeland so ein bisschen. Hallo Goldgolem, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich war nie hier. Nope. Ist da was? Nein. Bleib, wo du bist. Aber zumindest rennen die Goldgolems nicht wie bekloppt im Raum rum, so wie andere Feinde. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Schön. Bin ich da? Ich bin nicht. Flucht. Okay. La-di-da. Nein. Nope. Not again. Never again. Eisenrüstung. Ist die gut? Ich glaube nicht. Aber ich schau mal nach. Nein. Eisenrüstung. Nope. Nope. Dann halt nicht. Okay, das da rechts ist einfach nur die andere Tür sein, oder? Ist da noch ein Raum dazwischen? Da ist noch ein... Oh, ein Monsterraum. Ich denke, das ist gut, weil ich fühle mich momentan... Seit diesem Kampf gegen die Goldgolems fühle ich mich wie das schwächste Wesen auf dieser Welt. Also, was unsere Karas in der Anhöhle betrifft, deswegen... Ist so ein Monsterraum zum Trainieren eigentlich das Beste, was uns passieren kann? Bitte verwirr mich nicht. Danke. Das ist nur Maxim. Wir kriegen wir eh Tropen, bevor Maxim an die Reihe kommt, oder? Oder? Guy, please. Critical. Oh, Maxim lässt sich nicht verwirren. Auch gut. Fumi. Oh, die halten so viel aus. Beziehungsweise wir sind viel zu unterlevelt. Das geht doch nicht. Okay. So. Da sind Goldgolems dabei. Gegen die will ich natürlich nicht kämpfen. Aber... Blaue Kiste. Feuerschild.
Ha. Ein Feuerschild. Kann Maxim... Oh yeah. Abwehr für Maxim. Ein Schild, der dich vor Flammen schützt. Flammenwald. Schützt vor Flammenattacken. Okay, nur der Interesse halber. Die anderen können das auch benutzen. Ich geb's mal Guy und guck, ob Maxim den Riesenschild... Ah, aber der macht weniger. Okay, warte. Geil. Maxim. So, es hat Maxim eine Abwehr von 386 und Guy von 381. Das ist quasi gleich. Okay, das ist fair. Das ist gut. Hey, Maxim bekommt voll die Ausrüstung in letzter Zeit. Das ist auch gut. So, ich möchte jetzt Kraftwasser. Yay. Ich glaube, ich möchte alles besiegen. Bekämpfen, außer die Goldgolems. Denn die sind einfach zu brutal. Sphinx, okay. Ihr wart eben kein Problem, ihr werdet jetzt wieder kein Problem sein. Also kein Problem im Sinne von, ihr habt mich nicht getötet. Nur ein bisschen verwirrt, aber das haben wir überstanden. Und dank Selans Critical bekommen wir vielleicht die Japp. Die eine schon down. Sehr schön. Und du pokst Selan. Das ist voll nett von dir, denn es gibt Zornpunkte. Okay. Genauso möchte ich es haben. Genauso so ein leichter Poke wie eben. Das ist genau das, was ich gerne hätte. Vielen Dank, liebe Feinde. Vielen Dank. So, dann Megaschlag. Bringt Fumi es zu Ende? Jawohl. Fumi bringt es zu Ende. Und ein Level up. Und noch ein Level up. Sehr schön. Vielen Dank. Oh, Goldgolem. Oh Gott. Ich glaube, der Typ, der da rumteleportiert, war der, der die Instant-Kill-Attacken konnte. Gegen den will ich auch nicht kämpfen. Klingenrute und Kraftsirup. Ich glaube, die Klingenrute ist bestimmt schwach. Ich meine, das Lichtschwert ist so episch. Da wird kaum was gegen ankommen. Klingenrute? Ja. Definitiv doof. Definitiv doof. Okay. Sphinx? Sphinx. Okay. Euch kriegen wir platt. Und ihr dürft sie dann wieder anpauken, so wie eben. So ganz leicht. So wie auch Kollegen, Verwandten, Kumpels, Brüder, whatever. Euresgleichen. Fumi, schlag doch bitte den linken, damit der kaputt geht. Oh, ihr könnt euch heilen? Das dürft ihr auch machen. Das ist mir auch recht. Rätselfluch. Naja. Trifft eh nicht, oder? Oh, es trifft Guy. Ah, oh, doch nicht Guy. Nicht der Man. Ah. Guy. Guy erholt sich. Danke. Ich kann mit viel leben, aber nicht damit, dass Guy eine Party tötet. Denn Guy hat die Macht, meine Party zu töten. Denn Guy ist der Man. Und der Man kann alles. Der Zauber ist echt cool. Trotzdem würde ich ihn, weiß mir lieber, wenn ich ihn nicht sehen müsste. 2.000 KP. Gar nicht übertrieben oder so. Geh bitte kaputt. Geh kaputt. Geh doch kaputt. Ah. Oh, jetzt habe ich von denen auch Angst. Ich glaube, wenn Guy verwirrt ist, muss die Verwirrung aufheben. Ja, definitiv. Wenn Guy verwirrt ist, muss die Verwirrung aufheben. Okay. Weil die anderen unserer Party können, glaube ich, niemand von uns one-hitten. Glaube ich nicht. Maxim? Nee, Maxim ist auch nicht so stark. Selan sowieso nicht. Atea? Greift Atea unsere gesamte Party an, wenn er verwirrt ist? Das wäre natürlich auch übel. Aber da kann ich eh nichts machen, weil Atea ist der Schnellste. Das heißt, wenn er verwirrt ist, ist er eh zuerst dran. Aber wenn jemand anders verwirrt ist, kann Atea denjenigen eigentlich heilen. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwelche Verwirrheil-Dinge haben. Items oder Zauber, irgendwas. Ich glaube, inzwischen haben wir fast alles. Glaube ich. Denke ich. Wir könnten mal unser Inventar angucken. Das ist doch eine gute Idee. Mitten im Monsterraum kramen wir mal in unserer Tasche rum. Okay. Sehr gut. Nicht verwirrt. Gut gemacht. Lasst euch nicht verwirren, meine Leute. Besiegt den Feind, der vor euch steht. Los! Danke. Und Erfahrungspunkte. So, irgendjemand hat Schaden. Selan hat Schaden. Selan! Okay. Tasche. Sortieren.
Heilzeug. Wir haben ein Gegengift auf jeden Fall. Wir haben Magieheilzeug. Wir haben... Was war das? Füllt MP vollständig auf. Okay. Füllt KP vollständig auf. Heiltrank. Wiederbeleber. Kraftsaft. Kraftsaft. Erhöht also die Stärke. Oh. Thea. Please. Du greifst alle an. Deswegen bekommst du das. Fluchheiler. Ah, halt wahrscheinlich diese verfluchten Waffen und sowas. Und das war's im Grunde schon, oder? Ah, doch hier, Aufwecker. Krafttropfen, erhöht die Stärke im Kampf. Magienadel, halt Lähmungen. Erhöht die Intelligenz im Kampf. Schrei, halt Verwirrung, genau. Warum nur zwei Stück? Okay. Die... Warum haben wir eine Waffe für... Tschüss. Zweimal. Heben wir uns auf jeden Fall auf, falls Guy mal verwirrt ist. Das merken wir uns. Und Drachen! Domsdrachen! Ihr seid lieb, oder? Ihr könnt keine Magiepunkte klauen und ihr könnt keine Instant-Kill-Attacken und ihr greift nicht 50 Mal hintereinander an, oder? Bitte? Bitte sagt mir, dass ihr lieb seid und einfach nur sterbt und mir 50.000 Erfahrungspunkte bringt. Vielen Dank. Ah, Drachen. Okay, die Drachen sind nett. Ja, ihr seid auch nett. Oh, ich mag die Drachen langsam. Drachen sind coole Gegner. Definitiv. Aber sind Drachen in anderen Spielen oft so brutal? Ich soll es nicht verschreien. Nachher kommt noch voll der Killerdrache oder so. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir müssen nur an den Gold-Golems vorbei. Gegengift. Yay. Danke. Vielen Dank, Spiel. Ich glaube, ich gehe hier außen rum. Nein, nein, nein. Okay, einer. Okay. Kein Problem. Einen schaffen wir. Das ist kein Thema, denke ich. Glaube ich. Meine ich. Hoffe ich. Oder? Bitte? Fumi? Und? Naja, aber er schlägt jetzt mal einmal Fumi. Das ist nicht so schlimm. Er schlägt zweimal Fumi. Das ist auch nicht so schlimm. Okay. Alles gut. Alles gut. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Danke. 4000 Punkte. Naja, okay, immerhin. Jetzt haben wir hier ein Obstmesser. Yay. Vielen Dank für dieses Obstmesser, liebe Anhöhle. Ein Schraubstock. Wird ja immer besser. Deswegen. Soll ich jetzt auch mal nur zu zweit? Kann das sein? Ha. So, ich hoffe, die Linke geht down in der ersten Runde. Na, ich glaube nicht. Dazu bräuchten wir schon einen Critical. Oder Fumi. Fumi-Power auf den falschen Feind. Naja. Lasst euch nicht verwirren, Leute. Nein. Oh Gott. Koma? Nicht einschlafen. Nicht einschlafen. Okay. Okay. Schrei. Auf Guy. Und Maxim, du greifst an. Und jetzt ist Guy wieder normal. Sehr schön. Und Seeland greift sowieso den Feind an. Sehr gut. Und Guy macht jetzt gar nichts, die Runde nehme ich an. Naja. Besser, als wenn er uns verprügelt hätte. Au. Kein Grund, ihn zu verprügeln. So, geh kaputt, lieber Feind. Seeland? Au. Naja, aber seht ihr, Seeland one-hit zumindest niemanden. Das ist zu verkraften. Das war nur ein kleiner Schlag. Dafür heilt sie ihn jetzt auch. Oder? Das macht sie dann, habe ich recht? Ja. Vielen Dank, Seeland. So. Goldgolem. Vor dir habe ich Angst. Und vor dir habe ich auch Angst. Denn ich glaube, du hast mich auch immer fast gekillt bei meinem alleinigen Playthrough. Ich habe jetzt so eine Instant-Killer-Tage gemacht. Und da waren zwei aus meiner Party waren sofort tot. Und dann bin ich geflohen. Das ist die andere Tür. Ich hoffe mal, ich komme hier irgendwie raus, ohne gegen den kämpfen zu müssen. Oder kann ich wieder fliehen? Kann man eigentlich immer fliehen? Oder habe ich gerade unglaubliches Glück? Oh, Scheiße. Daran habe ich gar nicht gedacht. Der kann mir ja nachrennen. Dann gibt es einen Überraschungsangriff. Oh Gott. Nein. Oh. Flucht. Flüchtet. Okay. Okay. Eigentlich überhaupt nicht okay, aber... Ja.
Maxim, heilen, heilen, heilen. Okay. Lass mich in Frieden. Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Habe ich vorhin ein böses Wort gesagt? Versehen? Das muss ich rausschneiden. Ich hab so Schiss auf einmal vor der Anhöhle. Oh, Ebene 68. Es war doch die ganze Zeit so gut. Warum ist es jetzt so schrecklich? Warum? 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 Was ist passiert? Oh, ich glaube, Sui hat uns doch Glück gebracht. Jetzt, wo er weg ist, geht alles zugrunde. Nein! Aber wir sind so weit jetzt. Wir haben mehr als zwei Drittel geschafft jetzt. Und dann möchte ich das letzte Drittel auch noch schaffen. Wir schaffen diese Ahnenhöhle. Wir schaffen es. Ich darf nur keine Panik schieben. Ruhig bleiben. Und dann wird das schon. Dann wird das schon. Wir könnten mal wieder 200 Tacken benutzen. Das könnte uns irgendwie retten oder so. Ich glaube, die... Eine Götterfrucht. Oh. Ich glaube, die Zornattacke von Maxims neuem Schwert kennt noch gar nicht, oder? Ha. Aber jetzt erstmal heilen. 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 Und oh, Maxim braucht echt Magiepunkte. So, da war schon die Treppe, aber ich möchte erstmal gucken, ob hier nicht noch... Hey! Wer bist du denn? Megazyklop! Wart ihr böse? Ich glaube, ihr wart total... Ich glaube, ihr habt total viel ausgehalten. Aber ansonsten wart ihr, glaube ich, okay. Wart ihr nicht sogar langsam? Ah, oh, ich hoffe, ihr konntet keine super duper mega brutalen Attacken. Ah, das tut weh. Das tut definitiv weh. Speedy. Ja. Geil, du greifst an. Athea, du greifst auch an, weil du alle angreifst. Selan, du heilst Athea. Und Maxim, du machst Feuersturm, auch wenn jetzt vorbei. Nee, ich denke, die gehen down die Runde. Oder? Die kriegen wir doch jetzt down, oder? Ich muss im nächsten Kampf einfach gleich Maxims 200 Attacken raushauen. Oh Gott, der lebt immer noch. Ah. Okay. Okay, vielleicht hätte ich das jetzt einen Tag raushauen sollen. Naja, da bin ich glaube mit einem Bein fertig. Megaschlag, Megaschlag. Yay, yeah, Fumi. Ich heile geil. Ich heile geil. Ist sicherer. Ich habe gerade echt Angst. Ich habe gerade echt Angst vor diesem Mega-Golem. Aua. Ugh. Warum sind alle Feinde so brutal auf einmal? Megaschlag. Yay. Megaschlag. Gegen den Megazyklop. Das muss doch mega effektiv sein. Hoffe ich. Okay. Zauber. Maxim kann nicht mehr heilen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So. Drache. Drache, du bist, glaube ich, cool. Ich bin mir ganz sicher, dass du cool bist. Ich glaube fest daran, dass du cool bist. Komm her. Nachtdrachen. Euch habe ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Okay. Multischlag. Selan, kannst du... Du kannst immer auch nicht. Maxim. Greif mal normal an. Ja, mach mal Altheas Zornattacke. Multischlag. Yay. Yay. Geil macht Schaden. Terror. Das war nicht die Instant-Kill-Attacke, oder? Oder? Okay. 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 Ist okay. Ist okay. Ja, kein Problem. Kein Problem. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das heißt, ich habe jetzt Angst vor den Golems, ich habe Angst vor diesen Typen, die so rumteleportieren und ich habe Angst vor den Drachen. Und er macht gleich nochmal. Oh Gott, bitte nicht. Nein. Nein.
absolut überhaupt nicht gut. Zumal wir gleich die Magiepunkte ausgehen. Dann ist es sowieso vorbei. Dann ist endgültig vorbei. Stirb bitte. Vielen Dank. Jetzt bekommt Maxim keine Erfahrungspunkte, aber... Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Hatten wir nicht sowas? Füllt MP vollständig auf. Maxim. Ah, super. Das ist das Teil mit den falschen Beschreibungen, was nur die maximalen Dinger erhöht. Super. Awesome. Du dann wahrscheinlich auch, ne? Füllt MP vollständig auf. Du bist dann auch nur so ein... Ein Maximaldingserhöher, ja. Super. Super! Zaubersirup füllt eine Menge MP auf. Zaubertrank füllt MP auf. Okay. 45, wow. Naja, immerhin. Ich wollte nicht in diesen Kampf reinrennen. Ich dachte, da ist einfach nur eine Tür und es geht zur nächsten Ebene und dann ist es vorbei. Und, oh. Okay, wir schaffen das. Geht kaputt. Ihr wart ja nicht so schlimm. Ihr habt ja keine einzelnen Killertrachen, so wie die Nachtdrache. Ihr macht nur ein bisschen Aua. Und macht euch schneller. Was auch nicht ganz so gut ist, aber es ist noch zu verkraften. Fumi, könntest du bitte deine super, duper, mega brutalen Spezialattacken machen? Wäre sehr hilfreich. Wäre sehr, sehr, sehr hilfreich. Super, sehr hilfreich quasi. Ja. Und Speedy, mach dich nicht so schnell, sonst darfst du gleich 50 Mal hintereinander angreifen. Darauf habe ich echt keine Lust, Kumpel. Geh kaputt. Geh kaputt. Bitte. Los, geil. Mach ihn kaputt. Maxim. Oh, au. Au. Ja. Gummi. Bitte, ich würde gerne den Part lebend beenden. Wenn möglichst bald. Dankeschön. Oh Gott, was ist nur passiert? Ich dachte, wir würden voll gut durch die Ahnenhöhle durchkommen. So problemlos. Wie bisher halt, ne? Naja. Beim nächsten Mal prüfen wir zu diesem Drachen, der hoffentlich kein Nachtdrache ist, sondern einer von den lieben Drachen. Und danach geht's zu dieser Treppe auf die nächste Ebene. Yay, wir werden es schaffen. Also dann, ciao, ciao.